Moin moin und willkommen zurück zu Reason 2 Dark Waters. Wir machen hier direkt weiter, aber erstmal schauen wir, was für Aufgaben wir noch haben. Ja, es ist schon ein paar Wochen her, wo ich zuletzt aufgenommen habe. Ja, manchmal ist die Zeit einfach nicht da zum Zocken. Leider. Da musst du erstmal gucken hier, was haben wir denn so Schönes. Ich weiß nur, bei der letzten Folge haben wir die Frachtkisten gebracht für den einen Kerl da. Hat ja ganze Folge gedauert, die letzten 4 Stück zu finden. Furchtbar war das. Genau, was gibt's hier? Die Lieferung für Crow, ja, das könnten wir noch erledigen. Das sollte ja irgendwo hier so sein, meinte er. Der Slick, genau. Frei Hawkins, das habe ich vergessen, wie das gehen sollte nochmal. Da muss ich nochmal gucken. Weiß auch gar nicht mehr, wer die Schlüssel dafür hat. Ich glaube, das war dieser Sebastian da. Oder wie er nochmal heißt. Ich habe seinen Namen vergessen. Sebastian. Oder so hieß er. Dein Kopfgeld, das können wir noch nicht erfüllen. Da müssen wir wieder zurück auf Takarigua. Eine gefälschte Bestie töten. Das könnten wir mal ja machen eigentlich. Hier, einen Alligator töten. Einen haben wir schon mal umgebracht. Irgendwo hier war das, glaube ich. Oder hier? Weiß ich gar nicht. Schon vergessen. Ein Schatz auf dem Friedhof, ja, da war ich ja kurz, aber das waren mir zu starke Gegner und zu viele. Hatte ich irgendwie so das Gefühl gehabt, deswegen bin ich da wieder abgehauen. Und die legendäre Gegenstände, ja, ich glaube, hier auf dieser Insel gibt es keinen mehr, weil wir haben einen schon bekommen. Und zwar den Pulverbeutel, genau. Pistole plus 10. Und ich weiß jetzt nicht, ob eins, also das ist schon mal auch nicht hier. Da steht es auch drauf, wo es ist. Ja, na gut. Dann machen wir erstmal die Lieferung für Crow. Sollte irgendwo hier sein. Moment. Wo finde ich die? Gehst du nach Tsumi? Unten am Fluss. Hinaus aus dem Dorf, vorbei an der Wache, Masaru und dann gleich nach Norden. Genau. Alles klar. Dann teleportieren wir uns mal. So, und ich habe noch eine Sache erfahren, bevor ich das Spiel gestartet habe heute. Und zwar hatte ich das Problem gehabt mit den Riesengraben, und zwar wegen Treten. Ich wusste nicht, bei wem ich das lernen kann, da habe ich kurz Google benutzt, wie man das so macht, ne? Ha! Weil ich so doof war, einfach so doof war, hier jemanden zu finden, der mir das beibringen kann. Und zwar gibt es hier einen, wie hieß er nochmal, Tahaka, irgendwie so. Der hier. Akutu war das. Zeig mir ein paar Tricks, genau. Zeig mir ein paar Tricks. Was willst du? Und der kann mir Tritt beibringen, genau, für 500 Gold. Und das lerne ich jetzt sofort, weil diese Riesenkraben gehen mir übelst auf die Eier. Zeig mir, wie man richtig tritt. Du musst sicher stehen. Und du musst den Feind treffen, wenn er nicht richtig steht. Wenn du richtig triffst, taumelt dein Gegner und du hast Zeit, deine Waffe zu ziehen und ihn anzugreifen. Auch bei Tieren kann ein kräftiger Tritt gut sein. Das ist sehr schön, das haben wir jetzt gelernt. Gelernt Tritt, jo. Jetzt erstmal speichern. Wie geht das eigentlich? Mit F, G, E war schießen, R, T. Wie kann man treten? Steht das irgendwo hier vielleicht? Fähigkeiten. Härte war das, ne? Nee. Fähigkeiten, hier muss das doch. Tritt. Ja, mit welcher Taste denn? Welche Taste muss ich dafür betätigen? Tastbelegung. Steht Aktion 1 E, das ist ja Schießen und R wahrscheinlich. Falsch nochmal. Kann ich den hier vertreten? Hey, Taraka Gunzo! Ah, Leertaste. Hä?
ja was springen oder muss ich die Waffe verstecken? Okay, neu laden. Da war Shando gerade Letas oder nicht? Bin ich hier dumm? Ja. Ich verschwendere die Zeit gerade dafür, um herauszufinden, wie ich treten kann. Shando Letas gerade oder nicht? Bin ich echt doof? fuck. Ja, Leute. Maus 3. Ich... gehen, sprinten, springen, schleichen. Ja, springen ist Leertaste, aber doch nicht kicken. Wie tritt man denn hier mit welcher Taste, Leute? Oh. Menü, Klick, Leertaste. Hä? Okay, Leute, ich hab's gelernt. Mal schauen. So, hier soll ich raus und dann nach Norden. Also dahin, hier hoch. Truthähne, stirb. Truthahn. Und noch eine. Was ich noch machen könnte, und zwar mit Proviant heilt sich das Leben ja sehr langsam. Aber ich habe mal mich hier durchgelesen bei den Gegenständen offline. Und zwar steht da Blut plus 50 und bei Proviant steht da Blutregeneration 20. Also ist das wahrscheinlich hier Grog, Rom und so und Bloody Mary. Ne, Bloody Mary nicht, das hat 100. Also ich denke mal, Grog gibt dann sofort Blut plus 50 Lebenspunkte zurück. Deswegen mache ich das mal auf die 9, wenn es mal kritisch wird. Ist ja schon öfters so gewesen. Fluss auf, hat er gesagt, ne? Hier lang also eigentlich. Goldbrunnen, oh, sehr schön. Da liegt noch was. Oh, kann man nicht aufheben. Da ist eine. Hallo, Lady. Wo laufe ich denn hier? Hallo, Lin. Hey. Oh, Agucho. Und? Hast du schon was gefunden? Chi, der Fluss schenkt uns Gold. Ich soll das Zeug für Slick einsammeln. Chi, Ono Passavi. 7 goldene Steine kann ich dir geben. Ich will mehr. 7 Goldbrocken, okay. Nette Ausbeute. Nochmal ein Goldbrocke. Tut mir leid. Die Arme, die werden schon so ausgenutzt hier. Von den Piraten. Aber ich muss ja auch zusehen, wie ich hier zurechtkomme. Da ist die nächste. Ist hier auch der Krokodil? Ja, der müsste hier sein dann. Okay, also. Laufen wir auch direkt zum Krokodil hier oben irgendwo. Na, komm hoch. Noch eine Truhe, sehr schön, und leckere Fisch hängt da. Ich muss mir auch mal die Alchemiezeug hier mal anschauen, ob die da irgendwie welche Sachen haben, so Dauerverbesserung oder sowas. Vielleicht irgendwelche Fähigkeiten, die dauerhaft verbessert sind dann. Ah, da müsste ich eigentlich Tränke herstellen danach. Wenn ich solche Kräuter hätte. Hallo Yuzuki. Hey, du. Oh, Pirat. Ich hol die Sachen für Slick. Slick? Mazumi Muleki, Poku Muleki Maki, Muleki Ono Pasavi, Slick. Was? Sisu Kraugayo Tiva? Cheku Sisu? Zorn der Götter? Du sagst es, der Zorn der Götter. Also gib mir lieber das Zeug. Chi. Fruchtkorb erhalten. Mehr ist nicht zu holen. Okay. Speichern. Hallo, Natsumi. Hi, ich... Amila, Pirat. Amila, Muleki Magi. Hey, wenn ich dir helfen soll, rede so, dass ich es verstehe. Ich habe die Pflanzen gesammelt, aber dann kam das große Maul aus dem Wasser. Alligator. Ein Alligator. Chi, Alligator, der böse Geist des Flusses. Er schläft sonst. Jetzt ist er erwacht. Was ist mit deinen Pflanzen?
Ich verlor sie am Fluss. Sie liegen noch dort. Slick schickt mich. Ich soll Pflanzen für den Tempel der Erde abholen. Gee, ich habe die Pflanzen gesammelt, aber ich habe sie nicht mehr. Erstmal beklauen. Das hat sich gelohnt. Oh yeah. Ich kümmere mich um deinen Alligator. Ich kümmere mich um deinen Alligator. Gee, böses Maul aus dem Wasser. Ja. Dann gehe ich deine Pflanzen mal suchen. Gee, suchen. Sehr schön. Den wollten wir ja so oder so töten. Speichern bitte. Ah, hat er schon. Da ist er. Mach schon. Ach du Scheiße. Er hat mich schon Argo gezogen. Da steht Leertaste treten. Aber das stimmt doch gar nicht. Ich habe nur Leertaste gedrückt. Ich bin verwirrt, Leute. Bei Leertaste springt er doch. Muss ich noch eine andere Taste dafür halten? Ich weiß es nicht. Sie springen. Nein, 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 nein. Nicht. Ah, jetzt bleibt er. Es ist schon spät. Aua. Wir haben auch nicht mehr viel Schuss, ey. Ausweichen, ausweichen. Und ein bisschen Fress nehmen. Ah! Spring doch! Also ausweichen meine ich. Ah! Lass mich in Ruhe, du dumme Kackding. Warum gucken die nur zu? Greif doch mit an einfach. Okay, die haben keine Waffen wahrscheinlich auch. Ja. Klappt ganz okay gerade. Da! Ah! Nicht daneben schießen. Kollege. Sollen es. Ausweichen. Ich nehme mal einen rum. Ja, es hat sofort geheilt. Sehr schön. Ausweichen. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Jawohl. Jetzt stirbt. Ausweichen, ausweichen. Oh, oh, oh. Der ist sehr schnell, ey. Ausweichen. Jawohl. Oh. Wir können nicht, oh, wir können den nicht ausnehmen. Wieso denn? Doof. Der Alligator ist Geschichte. Ah, Tawonga-Pirat. Du bist ein großer Jäger. Ich weiß. So, sehr schön. Sack mit Pilzen. Eins von drei. Oh, da ist noch ein Sack. Und da ist noch ein Sack. Quest erfüllt. Das freut mich natürlich. Leute, Leute, Leute. Ich weiß nicht, wie man hier treten kann. Ich habe es gelernt jetzt, aber ich kann es nicht benutzen irgendwie. Ich bin zu doof dafür. Oh, verschlossen. 85, ey. Boah. Da ist so bestimmt was Gutes drin, ja. Und ich kann das nicht haben. Das macht mich sehr traurig. So, dann reden wir nochmal mit Natsumi. Wir haben ihre Pilze. Die wir dann sowieso mitnehmen eigentlich. Aber naja. Ich habe deine Pflanzen gefunden. Tawonga, Pirat. Gee, gee. Gute Gabe für die Tonka im Tempel. Was sag ich jetzt, Slick? Sag ihm, dass bei mir alles in Ordnung ist. Gib ihm die Pflanzen. Sie sind für den Tempel der Erde bestimmt. Na dann, vielen Dank. Ich danke dir, großer Tonka. Danke, danke. Sehr nett sind die hier. Was ist das denn hier? Überall ein paar Affen und so. Gibt's hier was zu holen? Ein großer Bereich noch. Da ist so ein Turm, da kann ich wahrscheinlich hoch. Gucken wir mal. Ja, wie trete ich denn, Leute?
kann ich denn treten? Ich verstehe das nicht so ganz, Leute. Also irgendwie bin ich so doof dafür. Aua. Also irgendwie, ich weiß nicht, ich bin wirklich zu doof dafür irgendwie, also, Muss ich irgendwie Shift oder so noch dazu halten? Nee. Gar nichts. Bin verwirrt. Komm, die springe ich auch noch rum. So, dann hat die Lady da auch ihre Ruhe. Lynn war das, glaube ich. Ja. Ja, dann gehen wir mal hier hoch. Mal schauen, ob man da reinlaufen kann. In den Turm hier. Ich glaube, hier war aber auch noch ein Affe. Ja, da oben. Den nehmen wir auch noch mit. Und dann gehen wir da hoch. Hallo, mein Affe. Ich muss die Schleide töten. Wir können auch hier selbst einen Affen haben, soweit ich weiß. Und einen Papagei. Laut den Skills, die man da lernen kann. Bin ich mal gespannt, was man damit machen kann. Es sind ganz viele Affen. Okay, dann gehe ich mal in den Turm rein. Wenn es geht. Mal gucken, mal gucken. Garganos. Lecker Schmecker. Kann die aber nicht essen. Nur. Das ist eine Affe? Was ist das? Ja, ja, okay, das ist ein Affen. Ach, da kann ich nicht rein oder was? Oh, schade. Das ist schade. Blauer Kralle. Okay, das sind wohl stärker, ja. Autsch. Aua! Die greifen auch zu dritt an. Die warten nicht wie die anderen. Die kriegen auch nicht so viel Schaden. Ausweichen, ich brauche Heilung. Da, 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 da. Voll auf den falschen gezielt hier. Ja, die geben das Doppelte, was Erfahrungspunkte angeht. Autsch. Getroffen, sehr schön. Aua. Aua. Ausweichen. Ah. Das war natürlich zu spät. Ei! Leertasten! Hä? Das Spiel will mich doch verarschen hier. Ja. Drück doch Leertaste, es passiert nichts, außer springen. Ich bin zu doof. Hier aber wirklich nicht rein oder was? Oh, Feuervögel. Oh. Diese nervige Dinger. Also hier geht's nicht rein. Nee, 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 nee. Leider. So, dann gehen wir mal zurück zum Slick. Was haben wir noch sonst dann für auf... Warum geht das wieder zu hier? Ja, hab ich doch. Ja, wollte schon sagen. Gut, aber sonst habe ich ja da nichts mehr. Außer hier...
Hawkins befreien noch. Da muss ich aber schauen, wie das nochmal ging. Also ich glaube, Sebastian hat die Schlüssel, aber dafür brauche ich höhere Fähigkeiten beim Diebstahl. Mal gucken. Erstmal gehe ich schlafen hier. Sheiku. Goshu. Heißt weißer Mann hier im Spiel. Goshu. Hier, ich hab deinen. Tahana befreit. Keine große Sache. Das wird den Blaurücken nicht gefallen. Damit kann ich leben. Du wirst dich entscheiden müssen. Kämpfe mit dem Blaurücken oder gehe den Weg mit den Chaganumbi. Ei, ich werde meine Entscheidung treffen. Chi, das wirst du. Ich habe den Alligator oben am Fluss getötet. Und du sprichst auch die Wahrheit? Jo. Wenn du daran zweifelst, kannst du dich sicher bei den Sammlerinnen erkundigen. Oh no, ich glaube dir. Du bist nicht nur mutig, du bist auch stark. Bekomme ich jetzt deine Waffe? Chi, du bist würdig. Gib mir dafür Gold. Als Opfer für die Ahnen. Wenn du willst, zeige ich dir auch, wie du mit einem Speer kämpfst. Was hast du so zu verkaufen, Kollege? Heutrungsmesser. Ach, genau, den hätte ich gebraucht jetzt. Sich das Fell abzunehmen, genau, damit hätten wir hier vom Alligator sein Leder absehen können. Das muss ich unbedingt jetzt kaufen. Das haben wir schon, glaube ich. Nee, das haben wir auch noch nicht. Zähne, ja. Knochensäge haben wir, genau. Dann kaufe ich das einmal und das unbedingt. Weil so kann man auch gut Gold sammeln, wenn man dauernd irgendwelche Monster killt. Affenschädel. Okay. Was hast du sonst noch hier? Hä? Waffen? Er hat überhaupt gar keine Waffen hier. Ich dachte, ich könnte jetzt bei ihm irgendeinen Speer kaufen, aber... Nee, ist da. Dann eben nicht. Das kann ich so verkaufen. Plünder. Krallen. Wichtiges Zutaten für Voodoo. Okay, das lasse ich mal. Ach komm, egal. Bitte raus, Zeig mir, wie man mit dem Speer kämpft. Gee, was willst du wissen? Ruf zu verbessern, ich will ein besserer Speerkämpfer werden. Nee, ich möchte da schon bei Schwert und Pistole bleiben. Also, ja. Mal gucken. Ich bin noch nicht... Hier ist die Lieferung für den Tempel der Erde. Ah, sehr gut, Junge. Zeig mal her. Hier ist ein Haufen Grünzeug. Ja, ja, sehr schön. Weiter. Und ein Idol. Das sieht schon besser aus. Aber wenn das nicht im Tempel ankommt, macht mich Crow einen Kopf kürzer. Was ist mit dem Gold? Das hast du doch nicht beiseite geschafft, oder? Die Ausbeute war ziemlich dürftig. Oh. Drei? Drei Brocken. Was? Da hast du dir doch selbst was eingesteckt. Hey, wenn ich dich zu Crow bringen soll, dann solltest du dich besser an unseren Deal halten. Es gibt gar kein Gold. Verarsch mich nicht. Glaubst du, du kannst es vor mir verstecken? Geh und hol mir das Gold! Ah, na dann hier. 7 Brocken. Ah, sehr gut. Miss Girl. Wir wollen gar nicht alle zu Crow. Ein paar wollen lieber hier bei mir bleiben. Habe ich mir schon gedacht, haben ey. Haben die Molukken dir Ärger gemacht? Eigentlich nicht. Das will ich ihnen auch raten. Faules Pack. Sagt der Richtige, ey, der... Pillberg, den klatscht noch irgendwann oben, so richtig, ey, aber. Der wird nur mein Schwert und meine Kugeln schwören, ey. Gibt's auch eine Belohnung für mich? Warte mal.
Also, abgesehen von einem Haufen Goldstücke... Rate mal. Ich will nicht raten, ich will Gold. Jetzt pass mal auf, Kleiner. Du kriegst hier gar nichts. Ich hab gesagt, ich rede mit Crow. Und wenn du mir nicht auf den Sack gehst, dann werde ich das auch machen. Wann? Wann willst du das machen, Slick? Entspann dich, Junge. Uns geht's doch gut hier. Wir kriegen, was wir wollen. Das reicht mir nicht. Ich will zu Crow. Ach, Crow. Er läuft schon nicht weg. Schnapp dir eine der Frauen und amüsier dich. Ich glaube, die Chani hat ein Auge auf dich geworfen. Was für ein Schwein, ey. Wann bringst du mich zu Crow? Ich sagte doch, er heißt Captain Crow. Also mach langsam, Junge. Erstmal muss Jim nüchtern werden. Dann bringt er die Beute zum Tempel. Und dann kümmern wir uns um dich. Also ruh dich aus und schieb dir was Gegrilltes zwischen die Zähne. Und komm nicht auf die Idee, allein zum Tempel zu gehen. Solange die dich nicht kennen, bist du ein Feind. So ein Arsch. So, das haben wir jetzt gemacht alles. Da bleibt nur noch Hawkins befreien. Ja, und da muss ich mich so langsam entscheiden, für wen ich kämpfen will. Ja, haben wir nur noch die zwei Quests so gesehen hier. Das können wir noch nicht erledigen. Das noch vielleicht, aber das war... ja, starke Gegner da eigentlich. Aber gut, mal schauen dann. Mal schauen bei der nächsten Folge dann. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.